Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Werde von der Karriereberaterakademie und heute geht es um das Thema, welches die 7 gefährlichsten Fragen in einem Vorstellungsgespräch sind, wie Sie den Sprengstoff dieser Fragen erkennen und wie Sie ihn entschärfen und letztlich den Job, den Sie gerne hätten, sich greifen. Darauf bekommen Sie gleich knackige Antworten. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was wollen Sie in 5 Jahren erreicht haben? Heimliche Frage dahinter. Wollen Sie überhaupt den ausgeschriebenen Job oder ist es nur ein Sprungbrett, mit dem Sie in eine höhere Position springen wollen? In diesem Fall, im zweiten Fall, ist das natürlich sehr negativ für die Firma, denn die hat jetzt ein Problem. Dieses Problem sollen Sie lösen. Und deshalb ist die beste Antwort, dass Sie sagen, in 5 Jahren möchte ich genau diesen ausgeschriebenen Job so perfekt wie möglich erledigen. Geben Sie ein paar Beispiele, dann haben Sie gepunktet. Nächste Frage. Welches waren die größten Erfolge in Ihrem Leben? Heimliche Frage dahinter. Ist Ihnen das Berufsleben oder das Privatleben wichtiger? Und wenn Sie jetzt private Erfolge nennen, Ihren Marathonpokal, Ihren Tennispokal oder die Tatsache, dass Sie einen tollen Partner oder eine tolle Partnerin haben, dann findet die Firma das negativ. Die wollen hören, welche geschäftlichen Erfolge Sie erzielt haben. Wie ist es Ihnen gelungen, in einer vorangehenden Firma Umsätze zu heben, Kunden zu gewinnen, Ideen auf den Weg zu bringen? Solche Erfolge werden hoch bewertet. Solche Erfolge sollten Sie in dieser Situation nennen. Dritte hochbrisante Frage. In welchen Bereichen Ihrer Arbeit wollen Sie sich weiterentwickeln? Heimliche Frage. Verraten Sie uns mal bitte eben Ihre Schwächen. Und wenn diese Schwächen, die Sie jetzt nennen, wenn die Entwicklungsfelder viel zu tun haben mit der ausgeschriebenen Position, dann heißt das für die Firma, Sie können die nicht sofort erledigen. Sie haben großen Fortbildungsbedarf und die Firma hat keine Lust, Ihr Fortbildungssponsor zu werden. Dann fallen Sie sofort durchs Raster, dann sind Sie draußen. Also nennen Sie Entwicklungsfelder, die mit der Kernaufgabe der aktuellen Position möglichst nichts zu tun haben. Zum Beispiel eine Fremdsprache, die Sie dort gar nicht benötigen. Vierte Frage. Was würden mir Ihre Kollegen so über die Schwächen Ihres Chefs erzählen? Heimliche Frage, erzählen Sie mal, wie Sie Ihren Chef finden und ob Sie loyal sind. Das ist eine sogenannte projektive Frage. Man will in Wirklichkeit Ihre Meinung hören und darum sollten Sie die Kollegen nur positiv über den Chef zitieren, denn aus der Loyalität, die Sie Ihrem alten Chef zeigen, wird auf Ihre Loyalität gegenüber dem neuen Chef in der Firma geschlossen, wo Sie sich gerade bewerben. Fünfte Frage, die auch erheblichen Sprengstoff in sich birgt. Können Sie sich vorstellen, sich eines Tages unternehmerisch selbstständig zu machen? Und wenn Sie jetzt begeistert rufen, ja, klasse, kann ich, dann haben Sie die heimliche Frage überhört und die lautet, wollen Sie überhaupt in eine Festanstellung oder ist das nur eine Notlösung für Sie, eine Übergangslösung und sind Sie eines Tages weg? Darum sagen Sie, dass Sie sich ganz bewusst für eine Festanstellung, für die Arbeit im Team und in festen Strukturen entscheiden und dass Sie natürlich gleichzeitig unternehmerisch denken und selbstständig entscheiden, dann haben Sie 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Kommen wir zum 6. Punkt, zur 6. kritischen Frage, die lautet, würden Sie denn auch in unserer Firma eine andere Position einnehmen, zum Beispiel diese oder jene? Ganz gefährlich, denn wenn Sie jetzt sagen, klar, jede Position in Ihrer Firma, dann machen Sie deutlich, dass Ihre Bewerbung willkürlich ist. Die heimliche Frage dahinter lautet, ist Ihre Bewerbung wirklich gezielt oder suchen Sie nur irgendeinen Job? Darum sollten Sie sagen, ich möchte unbedingt diesen Job und wenn nicht diesen, dann zumindest einen, der ihm sehr ähnlich ist, dann wirkt Ihre Bewerbung gezielt und keinesfalls willkürlich. Und jetzt kommt die letzte, die 7. gefährliche Frage, deren Sprengstoff Sie gleich erkennen werden, nämlich, was würde eigentlich Ihre Familie zu dem Wechsel in unsere Firma sagen? Wenn Sie jetzt Probleme benennen, oh Gott, dann müssten wir die Kinder erst noch in eine andere Schule bringen, meine Frau müsste einen anderen Job suchen und so weiter und das Eigenheim müsste verkauft werden, dann merken die, sie werden in den nächsten Monaten nicht mit der Arbeit, sondern mit der Ordnung ihres Privatlebens beschäftigt sein. Das wäre ein ganz schlechtes Signal. Sagen Sie also, die Familie steht voll hinter mir, wir würden uns alle freuen, wenn es klappt. Und dann haben Sie ein positives Signal gesetzt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sie den Job tatsächlich angeboten bekommen.
Ich hoffe, Sie sind jetzt in der Lage, den Sprengstoff der Fragen zu erkennen, den Sprengstoff der gefährlichen Fragen zu entschärfen. Und ich wünsche Ihnen ganz fest, dass Sie einen erfüllenden Arbeitsplatz, einen erfüllenden Job für sich finden. Ihr Martin Werle.